Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Wie ihr es vielleicht an der Melodie schon erkannt habt und auch hier bei mir anscheinend seht, geht es heute um eine Game of Thrones Abfüllung. Die Game of Thrones Abfüllung ist eine Lizenz hier zur gleichnamigen Buch- und Fernsehserie von HBO und abgefüllt von Viago, dem weltweit größten Spirituosenkonzern. Und in der heutigen Abfüllung geht es um den Talisker, der Haus Greyjoy, also Graufreud, gewidmet ist. Wie ich ja schon mal bei einem Video offenbart habe, bin ich definitiv ein Game of Thrones Fan. Sehe ich so. Ich finde sowohl die Serie klasse, als auch die Bücher überragend. Und das ist jetzt vielleicht, obwohl ich dieses Thema eigentlich gar nicht anschneiden wollte, Corona, einer der wenigen positiven Nebeneffekte dieser weltweiten Pandemie, dass der George R. R. Martin, der Autor der Game of Thrones Bücher, jetzt die Zeit nutzen will, das lange ersehnte 11. Buch endlich fertig zu schreiben. Ja, aber wie gesagt, es geht um Haus Graufreud. Die Eisenmänner, als Wappen haben sie den Kraken. Und ihr Wahlspruch, der auch hier auf der Verpackung steht, wir sehen nicht, heißt letzten Endes, sind Seeräuber, Plünderer, die auf sehr felsigen Inseln, ähnlich der Isles of Skye, wo auch Talisker beheimatet ist, aussieht. Einige der Filmszenen haben sie auch dort tatsächlich gedreht. Gerade die Filmszenen, die sich um Haus Graufreud ranken, da wächst recht wenig Gerste. Nichtsdestotrotz hat Haus Graufreud mehrmals schon versucht, die Unabhängigkeit zu bewahren, als die Targaryens nach Westeros kamen. Wurden sie natürlich genauso besiegt wie die anderen Königreiche auch. Nicht zuletzt aufgrund der Drachen. Und als sich Robert Baratheon gegen die Targaryens aufgelehnt hat, haben Haus Graufreud auch versucht, die Unabhängigkeit wieder zu erlangen. Und nachdem Robert Baratheon die Königswürde errungen hat, die Targaryens besiegt hat, ist er mit seinem Freund Ned Stark von Haus Stark, ja, die Abfüllung kommt noch, der Wolf, rüber zu den Eiseninseln und hat letzten Endes die Eiseninseln und Hauch Graufreud wieder zurück ins Reich geholt. Haben als Geisel den Sohn Theon mit nach Winterfell genommen, der wie ein eigener Sohn aufgewachsen ist, und ja, das kurze Geschichte. Bei vielen Abfüllungen, unter anderem auch bei dieser, munkelt man ja, dass Diago ursprüngliche Abfüllungen genommen hat, die sich nicht ganz so gut verkaufen und die praktisch mit dem neuen Design nochmal auf den Markt geschmissen hat für richtig teuer Geld. Und bei diesem Talisker sagen ja einige, dass es sich um den Talisker Sky handelt. Ich werde die jetzt mal einfach mal gegentrinken, um zu gucken, ob das eventuell stimmen könnte. Abgefüllt sind die Taliskers alle mit 45,8 Volumenprozent, sowohl der Sky als auch dieser Talisker Select Reserve. Talisker hat ja diesen Chili Catch und ist für mich eine Distille, die definitiv unverwechselbar ist. In meinem 100. Verkostungsvideo war auch mein erstes Blind Tasting und da war auch ein Talisker. Also den Talisker erkennt man. Der ist wirklich, wirklich unverkennbar. Hat einen leichten Rauch und eine sehr ausgeprägte maritime Note. Ja.
ist ein Talisker. Ist der Sky? Wirkt ein bisschen frischer. Kann natürlich sein, dass das hier die Großflasche ist. Ihr habt es gesehen, ist gut zur Hälfte geleert. Das heißt, er konnte deutlich mehr atmen. Das ist hier dieses kleine Sample. Ah, sind ähnlich. Jetzt mit mehr Abstand und je mehr sie atmen können, gleichen sie sich auch an. Im ersten Eindruck war der Sky ein bisschen frischer, ist jetzt aber verflogen und jetzt würde ich sagen, von der Nase her sind sie identisch. Weich, cremig, Vanille, maritim, leichter Rauch. Leichte Fruchtigkeit, helle Fruchtigkeit. Leicht salzig. Und der typische Talisker Chili Catch. Lang anhaltend. Oh, richtig pfeffrig jetzt. Im hinteren Rachenraum. Das ist keine alkoholische Schärfe, das ist wirklich so ein Chili Catch. So eine sehr intensive Pfeffernote, die sich sehr lange anhält. Vanillig, maritim, pfeffrig. Gleiche Spuren von grünem Apfel. Also man muss diesen Talisker Grundcharakter mögen. In letzter Zeit habe ich relativ viel Talisker getrunken, den 57 Grad North. Den Talisker 18 Jahre, der Nice Point steht bei mir noch im Barfach. Also ich mag Talisker. Tut mir immer so ein bisschen schwer mit den Sky und den Storm. Der Sky ist für mich eigentlich der schwächste aus der Talisker Range. Den Storm finde ich so ein bisschen besser. Aber so richtig Talisker fängt bei mir erst an mit dem 10-Jährigen. Der ist wirklich gut. Vor allem für das Geld. Und ich habe persönlich eigentlich immer ein Problem damit, mir den Storm oder Sky zu kaufen. Wenn ich für 2-3 Euro mehr ein Talisker mit Jahresangabe kriege, der definitiv besser ist. Ja, Talisker ist unverkennbar, die sind alle vom Grundcharakter her gleich. Außer vielleicht der Dark Storm durch einen Sherry-Einfluss oder einen höheren Sherry-Einfluss. Ist ja vielleicht ein bisschen einen Ticken anders. Aber jetzt geht es ja um den Talisker Select Reserve. Also, ich gehe stark davon aus, einfach vom Geschmack her, dass es die gleiche Abfüllung ist. Dass es tatsächlich der Sky ist. Müsste man jetzt eigentlich nochmal gegentrinken mit dem Storm. Der Storm vielleicht der Storm, aber nee, ich denke, das ist der Sky. Das würde auch das bestätigen, was ich so in verschiedenen Foren gelesen habe, ohne jetzt voreingenommen zu sein. Nee, also wie gesagt, man muss schon Game of Thrones Fans sein. Dann kann man da, denke ich mal, mit ruhigem Gewissen zuschlagen. Sieht natürlich auch klasse aus, wenn so alle Abfüllungen daneben stehen. Gibt schon eine Menge jetzt mittlerweile. Hab vor kurzem den oben getrunken, der ist der Nachtwache gewidmet,
Soll ja identisch sein mit dem B Reserve. Hat mir nicht gut gefallen, weiß Gott nicht. Den fand ich sehr enttäuschend. Talisker mag ich, enttäuscht er mich nicht. Aber wenn ich jetzt überlege, den Sky kriege ich im Angebot irgendwie für 25, 26 Euro. Wenn er teuer ist, für 27 Euro. Und ich weiß jetzt nicht, was er aktuell kostet. Ausgabepreis war der, glaube ich, so irgendwo bei 60, 70 Euro. Also gut das Doppelte und über das Doppelte ist er nicht wert, tut mir leid. Es ist der Sky, ist ein Talisker, wer Talisker mag, wird ihn auch mögen. Aber ob man da jetzt so ein großer Game of Thrones-Fan sein muss, um sich jetzt diese Abfüllung für den Preis zu kaufen, sei dahingestellt. Was er jetzt aktuell kostet, weiß ich nicht. Die Preise sind ordentlich nach unten gesackt. Ne? Nach der anfänglichen Hysterie, die waren ja ewig ausverkauft gewesen und mit Vorbestellungen. Aber mittlerweile sind die jetzt weit über ein Jahr im Handel zu erreichen. Teilweise führen die sogar Supermärkte jetzt schon, sind die doch deutlich, deutlich im Preis gesackt. Fazit, wer Game of Thrones Fan ist, ja, kann man und Whisky mag und mit Talisker gut klarkommt, kann sich die Abfüllung vielleicht für 50 Euro oder knapp unter 50 Euro kaufen. Kann man machen, muss man aber nicht. Wer ein ganz normaler Whisky-Nerd bloß ist, ohne jetzt Game of Thrones verrückt zu sein, kann ich nur sagen, lasst die Finger davon. Wenn ihr ein Talisker trinken wollt, kauft euch den 10er oder den 57 Karat North. Oder greift ein bisschen mehr ins Portemonnaie, den 18er. Der übrigens denselben Preis hatte wie hier der Ausgabepreis. Ne? Da liegen Welten dazwischen. Daher ganz klares Statement von mir: Der Talisker Select Reserve von Haus Greyjoy fällt vom PLV her ganz klar durch. Ist schade, wenn ich das so sagen muss. Ist aber so. Daher kann ich nur sagen, nö, lass die Finger von. Braucht man nicht. Was sich Giacomo dabei gedacht hat, vor allem für diese Preise zu veräußern, erschließe ich mir nicht. Kann man nicht vorstellen, dass sich da rentiert hat, das hier so an Game of Thrones Nerd zu verkaufen für diesen gezogenen Preis. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber muss ich auch nicht wissen. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hatte, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder zuschaut, wenn ich hier für euch einen Whisky probiere. Und wahrscheinlich wird's der Dolvenny Wintersfrost sein. Alles klar. Euer Hans-Georg Whisky-Wikinger. Ciao.